Das BW-T-Shirt bzw. Bundeswehr-Unterziehhemd und das BW-Plüschhemd bzw. Bundeswehr-dünner Rolli. Wenn dich das interessiert, dann bleib du einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im kalten Wald unterwegs. Schön, dass du eingeschaltet hast und ich werde gleich mal wieder meine Unterziehjacke anziehen. Es ist doch wieder ein bisschen frischer geworden, als es die letzten Tage waren. Aber am Wochenende soll es jetzt wieder schön 20 Grad und mehr werden. Das freut mich. Das Bundeswehr-Unterziehhemd bzw. das T-Shirt und den Kragenrolli oder das Plüschhemd wird es offiziell genannt, möchte ich euch zusammen vorstellen. Denn die meisten der Spezifikationen, die sind da zusammen. Also benutzen das gleiche Material etc. Und natürlich sind sie auch als Kombination gedacht. Deshalb macht das durchaus Sinn. Was natürlich die Vor- und Nachteile sind, erzähle ich euch später, wie immer am Anfang, die harten Fakten. Allzu viel gibt es dazu nicht zu erzählen. Beide sind aus 100% Baumwolle hergestellt und beide sind natürlich in einem vollen Olivton. Und beide, und das gefällt mir sehr, sehr gut, sind sehr lang geschnitten, sodass man sie gut zum Beispiel in die Hose reinstecken kann. Ansonsten gibt es über das T-Shirt vom BW nicht viel zu sagen. Es ist im Endeffekt ein T-Shirt, außer natürlich, dass es sehr robust ist, nach technischen Lieferbedingungen, also nach Bundeswehr TL hergestellt. Zum Beispiel von Leo Köhler, da habe ich meine her, beziehungsweise meine T-Shirts habe ich noch original geliefert, ja, dienstlich geliefert aus der Bundeswehr. Die halten teilweise immer noch, da sind kleine Löcher und so hier und da drin, nach über 8, 9 Jahren müssten es mittlerweile sein. Aber als Unterzieh-T-Shirts, seht ihr ja, ne, habe ich gerade unter dem Plüschhemd an, funktionieren sie immer noch gut. Das Plüschhemd hat einen seltsamen Namen, weil ich weiß nicht, warum man das Plüschhemd nennt. Für mich ist das ein Langarm-Shirt. Englisch würde man, glaube ich, Longsleeve zum Beispiel sagen. Zwei langer Base-Layer oder einfach dünner Rollkragenpulli sozusagen. Das finde ich so eigentlich mit den besten Namen. Da gibt es so verschiedene, wie gesagt, offiziell wird es unter Plüschhemd geführt und da gibt es ein paar Kleinigkeiten noch, die vielleicht zu beachten sind. Zum Beispiel hat man hier dann einen Reißverschluss und einen relativ hochsitzenden Kragen, der sich natürlich mit dem BW-Kälteschutz, den ich jetzt gerade trage, gut kombinieren lässt. Ha? Man sieht das hier, man kann sich damit schon ein bisschen besser schützen, weil der sehr hochschließend ist. Ansonsten haben wir natürlich lange Ärmel, ist ja auch irgendwo klar, ne? Wenn man es Langarmhemd nennt oder Plüschhemd, dann müssen natürlich längere Ärmel vorhanden sein. Die Preise der beiden Sachen sind natürlich wie immer bundeswehrtypisch sehr unterschiedlich, je nach Qualität. Das T-Shirt bekommt ihr neu für 15 bis 20 Euro, könnt ihr aber auch gebraucht günstiger schießen, obwohl ich nicht weiß, ob ich ein T-Shirt günstiger haben wollen würde. Das Plüschhemd zum Beispiel habe ich gerade im Dreierpack für 25 Euro gekauft, gebraucht. War kein Problem mit, habe ich nochmal extra gewaschen und jetzt trage ich das halt. Da habe ich kein Problem mit, das gebraucht zu kaufen und das ist wirklich ein sehr, sehr günstiger Preis. Also 3 Unterlayer langärmlich mit einer solchen Qualität für 25 Euro, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass die so völlig ohne Mängel daherkommen und so gut auch in Kombination funktionieren. Denn das ist meiner Meinung nach das wirklich Tolle. Die T-Shirts mochte ich sowieso schon immer, weil man die einfach so gut in die Hose stecken kann, weil sie eine gute Qualität haben, also robust sind und relativ warm halten. Und mit dem Langarm-Shirt sieht es eigentlich ganz genauso aus, weil das ist auch lang, hat dazu natürlich nochmal lange Ärmel, ist ein bisschen dicker als das T-Shirt. Das heißt, man zieht sich sozusagen nochmal ein zweites, dickeres Langarm-T-Shirt an im Endeffekt und hat dann gleichzeitig noch den Reißverschlusskragen, was ich dann auch sehr gut fand. Und das beides zusammen zu kombinieren und auch in die Hose beides stecken zu können, finde ich sehr, sehr gut. Und dann kann man das je nachdem kombinieren. Ich habe zum Beispiel ein Kleidungssystem, das sich jetzt mittlerweile alles ergänzt. Und so ist das natürlich auch bei der Bundeswehr gedacht. Deshalb super. Nachteilig ein bisschen an den Klamotten ist natürlich, es ist reine schwere Baumwolle. Und reine schwere Baumwolle trocknet schwierig. Schwere Baumwolle trocknet schwierig. Ja, so ist es halt. Im Endeffekt, es stört mich nicht besonders, weil es trocknet dann doch, weil es direkt am Körper ist, schnell mit der Zeit. Aber man muss natürlich darauf achten, wenn du jetzt verschwitzt bist und im Winter keine oberste Schicht da mehr anhast, dann kannst du sehr stark auskühlen, da musst du ein bisschen drauf achten. Ne? Das ist so der einzige Nachteil, den ich sehe. Dafür hat es aber auch den Vorteil von Baumwolle, dass es nicht so stinkt, robust ist und günstig. Ne? Baumwolle ist sowieso
praktisch mein Lieblingsstoff, was Kleidung angeht. Vielleicht noch Wolle kann man auch nehmen. Das hat aber seine Vor- und Nachteile. Wie gesagt, Merino-Shirts zum Beispiel sind natürlich deutlich teurer. Ne? Und auch nichts für Veganer, wenn wir ehrlich sind. Ne? Wenige von uns sind das, aber es gibt sie ja. Tja, also im Endeffekt wenig Nachteile und meiner Meinung nach sehr, sehr viele Vorteile. Überlegt euch das nächste Mal, wenn ihr Outdoor-Kleidung braucht, ob ihr nicht einfach gebrauchte Bundeswehr-T-Shirts und Langarm-Shirts kauft. Meiner Meinung nach eine gute Idee. Achtet da ein bisschen auf die Größen, weil beim T-Shirt könnt ihr mehr Größen auswählen als beim Langarm-Shirt. Ne? Achtet da ein bisschen drauf, aber wie gesagt, es ist immer sehr lang geschnitten. Bei mir sind die Ärmel vielleicht ein Tick zu kurz. Das ist aber in dem Sinne nicht schlimm, dass wenn ich eine Überziehjacke anhabt, dass das sowieso drüber geht. So ist es ja dann im Endeffekt auch gedacht. Ne? Es soll gar nicht bis vorne, bis zu den Handflächen gehen, wie das mit dem hier zum Beispiel machbar ist, sondern es soll halt schon vor dem Handgelenk aufhören, damit du damit noch arbeiten kannst. Ich hoffe, das Video über das BW Langarm-Shirt bzw. BW Plüsch-Shirt und das BW T-Shirt bzw. BW Unterziehhemd hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Wenn du noch Anregungen hast oder einfach deine Erfahrungen damit schildern möchtest, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Davon können wir dann alle profitieren. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos über Ausrüstung. Auf meinem Kanal gibt es ja nur Ausrüstung. Unten in der Videobeschreibung findest du alle Infos, die du irgendwie brauchst. Wenn du da mal was nicht findest, dann schreib mir doch einfach einen Kommentar. Ja? Nicht scheu sein, dass keiner beißt hier. Oder vielleicht beantwortet es dir auch jemand anders als ich. Ne? Wir haben hier eine aktive Community, die sich gegenseitig hilft. Da freue ich mich immer drauf. Ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.